Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Hörbuches der Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keine Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 22 Der Augenblick der Wahrheit. Für die Verleihung hatte Susan sich in Schale geworfen. Sie trug ein beigefarbenes Kostüm mit passendem Umhang und die roten, langen Haare hatte sie sich locker nach oben gesteckt. Bevor sie ihr Haus verließ, stellte sie zwei Gläser bereit. Der Met kühlte bereits. Wenn Draco heute Abend ihrer Bitte nachkommen würde, mit ihr nach Hause zu kommen, dann würde sie ihm von der Gesundheitsproblematik seiner Familie berichten. Über alle möglichen Konsequenzen war sie sich im Klaren. Er könnte seinen Vater zur Rede stellen, der daraufhin offiziell Beschwerde über sie einreichen würde. Dann müsste sie sich mit Mr. Weasley auseinandersetzen. Der würde ihren Grund, sich über Fortschriften hinweggesetzt zu haben, zwar nachvollziehen können, aber er müsste als Minister trotzdem entsprechend handeln. Vielleicht würde er sie nur versetzen, sozusagen runterstufen, aber nicht feuern. Obwohl er das eigentlich müsste. Sie rechnete mindestens mit einem Vermerk in ihrer Akte, der ihre berufliche Laufbahn erheblich beeinträchtigen würde. Das war fast so wie früher in Hogwarts, dachte sie. Dort hatte sie selbst nie einen Tadel oder Vermerk für ungebührliches Benehmen erhalten, aber von anderen Schülern hatte sie davon erfahren. Die Schulzeit war für Susan eine angenehme Zeit. Trotz der Vorfälle, von denen die Schüler meist zu spät etwas mitbekommen hatten, weil sich Harry heimlich, still und leise um sie gekümmert hatte. Das erste Schuljahr verlief für sie sehr ruhig, aber am Ende kursierte das Gerücht, dass Harry Professor Quirrell niedergestreckt und den Stein der Weisen gerettet hätte, wovon keiner etwas mitbekommen hatte. Das zweite und dritte Schuljahr war bereits von düsteren Ereignissen gezeichnet. Versteinerte Schüler, mysteriöse Botschaften, die entführte Ginny und der entflohene Mörder Sirius Black. Das vierte Jahr verlief durch das trimagische Turnier sehr munter und sportlich. Erst Cedrics Tod am Ende des Schuljahres hatte sie wachgerüttelt. Dumbledores Rede und die Warnungen, dass Voldemort zurückgekehrt war, machte sie mit einem Schlag erwachsen. Durch ihre Tante, Amelia, wusste sie von dem Mord durch Todesser an ihrem Onkel Edgar. Ende des fünften Schuljahrs verlor sie ihre Tante, die wahrscheinlich durch Voldemort selbst gerichtet worden war. Trotzdem verbrachte Susan die meiste Zeit ihrer Schultage, wie sollte es anders sein, mit viel Lernen, mit ihren Freunden und, was sie nie jemandem anvertraut hatte, mit dem Anhimmeln von Draco aus der Ferne. Das erste Mal traf sie ihn, noch vor der Sortierung in die Häuser, auf den Stufen vor der großen Halle. Seine Art, sich vornehm auszudrücken, egal was er sagte, hatte sie verzaubert. In ihrer kindlich perfekten Welt stellte sie sich so einen Prinzen vor, wie sie ihn aus dem Märchen kannte. Sie begriff jedoch schnell, dass der Junge, der ihr Interesse geweckt hatte, kein netter Junge war. Und sie hatte eingesehen, dass es besser wäre, sich von Draco fernzuhalten. Trotz dieser inneren Erkenntnis fiel es ihr schwer, Draco nicht hinterherzusehen, wenn er an ihr vorbeistolzierte. 12-mal während der Schuljahre in Hogwarts hatte sie sich nicht gewehrt, als er mit Vincent und Gregory sie dazu gezwungen hatte, ihre Hausaufgaben rauszurücken, damit sie abschreiben konnten. Sie blieb derweil ruhig an der Wand der Toilette lehnend sitzen und lauschte seiner Stimme. Nicht den bösen Worten, die er über die vermeintliche Inkompetenz von Dumbledore, Hagrid
oder McGonagall verlor, sondern nur dem Klang seiner Stimme. Es schmerzte sie zu wissen, dass sie nur eine von vielen darstellte, die ebenfalls wegen ihrer Hausaufgaben für den Slytherin-Prinzen gut genug waren. Mehr als einmal in all den Jahren bemerkte sie, dass er nicht einmal ihren Namen kannte. Für ihn war sie, wenn überhaupt, nur die Rothaarige aus Hufflepuff, die hervorragende Noten in sämtlichen Fächern aufwies, was er sich zunutze machte. Als sie erfuhr, dass Draco Schlammblut zu Hermine gesagt hatte, denn so etwas verbreitete sich unter den Schülern so schnell wie ein Lauffeuer, war sie sauer auf ihn. Sie dachte in diesem Moment, was alle anderen Schüler sagten. Draco war das Letzte. Draco war arrogant, gemein und verletzend. Aber Susan war auch sauer auf sich selbst, weil sie nicht verstand, warum ihr trotzdem noch etwas an ihm lag, obwohl sie wusste, wie er war und wer er war. Der Eindruck, den sie von Draco hatte, verdunkelte sich von Jahr zu Jahr. Doch manchmal, wenn Draco über eine dumme Bemerkung von Gregory oder Vincent lachte, während er über den Schulhof schritt, und wenn er sie genau in diesem Moment zufällig im Vorübergehen anblickte, dann schien es, als würde er zu ihr lachen. Es waren diese kleinen Momente, die Susan verdeutlichten, warum ihr etwas an ihm lag. Wenn Draco lächelte, nicht fies, sondern wirklich aus einem Gefühl der Freude heraus, dann wirkte er auf Susan anders. Dann schien er nett zu sein. Dann weckte er die Hoffnung in ihr, dass ein Fünkchen Ritterlichkeit in ihm steckte. Nichtsdestotrotz wurde sie Mitglied von Dumbledores Armee. Mit ihrem Eintritt in die DA hatte Susan sich innerlich vollends gegen Draco und all das Böse um ihn herum gewandt. Jedenfalls, was ihren Verstand betraf, denn ihr Herz hing immer noch an ihm. Susan war viel zu pünktlich im Ministerium angelangt. Der Minister begrüßte sie freundlich, wenn auch hektisch. Miss Bones, schön, dass Sie so frühzeitig hier sind. Bitte tun Sie mir einen Gefallen. Seien Sie diejenige, die Preisträgern etwas unter die Arme greift. Nehmen Sie sie in Empfang. Kümmern Sie sich darum, dass sie vorn sitzen, damit sie schnell auf die Bühne kommen können. Susan nickte perplex, denn eigentlich war für diese Aufgabe jemand anders vorgesehen. Sie wäre heute also nicht nur ein Gast, sondern sie würde den Preisträgern auch eine Ansprechpartnerin sein. Professor Dumbledore und Harry hatte Susan als erstes empfangen. Mit den beiden und deren Begleitern pflegte sie eine nette Unterhaltung. Natürlich erkannte sie ihren ehemaligen Professor für Verteidigung wieder. Sie ließ es sich nicht nehmen, Lupin nach seinem Wohlbefinden zu fragen. Mit Mr. Black hatte sie einige Anlaufschwierigkeiten, was darauf beruhte, dass sie ihn seit ihrer Kindheit nur durch die Medien kannte und er jahrelang für sie einen gefährlichen Mörder verkörpert hatte. Die Begrüßung war daher ihrerseits etwas beklemmend. Die Frau an seiner Seite schien ein Muggel zu sein und Susan vermutete, es wäre die Frau, von der Mr. Weasley bereits so viel geschwärmt hatte. Mit Bedauern stellte sie fest, dass Professor Snape noch nicht anwesend war. Sie hörte aus einem Gespräch zwischen Harry und Professor Dumbledore heraus, dass Professor Snape mit Draco allein kommen wollte. Kaum sprach man von den beiden, traten sie bereits aus einem der vielen Kamine hervor. Während Minister Weasley Snape und Malfoy begrüßte, fiel Lupins Blick auf den Brunnen der magischen Geschwister in der Eingangshalle. Er ging einige Schritte auf ihn zu, gefolgt von Miss Bones und Sirius. Ich fass es nicht. Miss Bones erklärte fröhlich. Ja, mir gefällt der Brunnen jetzt auch besser. Die beiden magischen Geschwister standen noch immer in der Mitte, aber der Hauself, der Kobold und der Zentaur blickten nicht mehr bewundernd zur Hexe und zum Zauberer auf,
Sie waren auf gleicher Augenhöhe mit den Zauberern. Elf und Kobold saßen auf einem Fels und ragten somit sogar einige Zentimeter über die Geschwister hinaus. Der Zentaur stand neben der Hexe, die mit freundlicher Geste ihren Arm um dessen Schulter geworfen hatte. Lächelnd erklärte Miss Bones: Mr. Weasley hat sich noch am ersten Abend darum gekümmert. Er hat 5 Stunden für die magische Veränderung benötigt. Draco hatte Miss Bones einige zurückhaltende Blicke zugeworfen, die sie nicht deuten konnte. So entschied sie sich dafür, nett zu ihm zu sein, auch wenn das Treffen im Restaurant und seine bösen Worte immer wieder in ihr aufstiegen. Die Preisträger hatte sie gebeten, wenn möglich, vorn an den großen Tischen Platz zu nehmen. Während sich Dumbledore, Harry, Remus, Tonks und die anwesenden Weasleys an einem Tisch niedergelassen hatten, wählten Severus und Draco einen entfernter gelegenen Tisch. Severus bemerkte, wie die Leute an den anderen Tischen zu murmeln begannen. Der Grund dafür war schnell gefunden. Gerade zur Tür rein steuerte Black mit seiner Begleitung an der Hand den Tisch seines Patensohns an. Miss Adair war leicht als Muggel zu enttarnen, denn sie trug ein normales Muggelkleid, welches sich von der glamourösen Kleidung der Hexen und Zauberer schon auf den ersten Blick unterschied. Severus hörte von den anderen Gästen einige Bemerkungen wie: Darf ein Muggel überhaupt ins Ministerium? Oder: Weiß der Minister, dass auch Muggel unter den Gästen sind? Unerwartet füllte sich auch der Tisch von Draco und Severus mit weiteren Gästen. Hätten Luna und Neville nicht den Anfang gewagt, wären alle Plätze um Severus und Draco herum womöglich leer geblieben. Mutig setzte sich Luna direkt neben ihren ehemaligen Lehrer und grüßte mit ihrem verträumten Blick: Guten Abend, Professor Snape, Draco. Sie dachte sich nichts dabei, ihn beim Vornamen zu nennen, und nickte dem ehemaligen Klassenkameraden höflich zu. Neville schluckte hörbar, bevor er ebenfalls die beiden begrüßte. Draco jedoch förmlich mit Mr. Malfoy anredete. Es war für Severus offensichtlich, dass Luna die treibende Kraft gewesen war. Niemals hätte Neville sich freiwillig an einen Tisch mit ihm gesetzt, denn immerhin war Snape sein Irrwicht. Verdutzt betrachtete Severus die ältere Dame, die sich neben Neville setzte und von ihm als seine Großmutter vorgestellt wurde. Draco bemerkte, wie Susan mit einem jungen Mann und einer jungen Frau sprach und danach mit einer Geste ihre Hand in seine Richtung deutete. Die zwei kamen schnurstracks auf Dracos Tisch zu und fragten höflich, ob sie Platz nehmen dürften. Draco kannte die beiden vom Sehen, aber Namen fielen ihm nicht ein. Severus übernahm die Begrüßung und sagte: Guten Abend, Miss Abbott, Mr. Finch Fletchley. Nehmen Sie ruhig Platz. Ein Platz neben Draco war noch frei. Er wusste, dass die meisten Angst davor hätten, sich in seiner Nähe aufzuhalten. Trotzdem war es ein unangenehmes Gefühl, dass der Platz neben ihm noch immer unbesetzt war. Noch unangenehmer war der Gedanke daran, dass er über den ganzen Abend hin unbesetzt bleiben könnte. Es war ihm fast egal, wer sich neben ihn setzte, solange nicht für alle anderen ersichtlich war, dass man ihn nicht leiden konnte. Als der Minister mit seiner Rede begann und alle auf die Bühne starrten, fühlte Draco, wie der Stuhl neben ihm leise vom Tisch gezogen wurde. Er blickte auf und schaute Miss Bones direkt in die Augen. Sie beugte sich vor und fragte ihn leise ins Ohr: Haben Sie etwas dagegen, wenn ich neben Ihnen Platz nehme? Er schüttelte den Kopf. In diesem Moment war es ihm wichtiger, dass der Stuhl neben ihm nicht verwaist blieb. Nickend grüßte Severus den neuen Tischgast, bevor er sich wieder Minister Weasleys Rede widmete. Der Minister hielt sich kurz.
Nachdem er alle Gäste und Preisträger begrüßt hatte, klatschte er in die Hände. In diesem Moment erschienen auf den Tischen Speisen von überwältigender Üppigkeit. Vor Draco und Miss Bones materialisierte sich ein Spanferkel. Vor Severus tauchte ein gespickter Fasan auf, der noch immer mit seinen bunten Federn zu imponieren hoffte. Wie beim ersten Abendessen in Hogwarts machte Draco auch dieses Mal große Augen. Gierig griff er zu und nahm sich zwei Stücken von dem Spanferkel, ließ dabei das duftende Gemüse völlig außer Acht. Neville konnte noch immer nicht glauben, dass Luna von sich aus ein Gespräch mit Snape begonnen hatte und daraus tatsächlich eine lockere, interessante Konversation entstanden war. Er hingegen unterhielt sich lieber mit seiner Oma und den ehemaligen Hufflepuffs, die ihm gegenüber saßen. Nach dem Spanferkel hatte Draco beim Fisch zugelangt, um sich jetzt mit Severus' Hilfe beim Fasan zu bedienen. Shakernd bemerkte Miss Bones: Mr. Malfoy, wo essen Sie das alles nur hin? Eine schnippische Bemerkung lag Draco bereits auf der Zunge. Bevor er jedoch entgegnen konnte, dass seine Essensgewohnheiten niemanden etwas angehen würden, spürte er einen Stoß an seinem Bein. Severus hatte ihm vor diesem Event verdeutlicht, dass Draco nur mitkommen dürfte, wenn er sich gesittet benehmen würde. Der Tritt sollte ihn daran erinnern, höflich zu bleiben. So erwiderte Draco manierlich: Ich konnte schon immer viel essen. Liegt vielleicht an den Genen. Miss Bones wurde mit einem Male sehr blass. Nachdem sie kräftig geschluckt hatte, sagte sie: Sie machen einen neidisch. Andere müssten tagelang hungern, um wieder auf ihr Gewicht zu kommen. Den Charmeur spielend, antwortete Draco: Nicht doch Sie, Miss Bones. Sie hätten das nicht nötig. Wie wäre es mit etwas Fasan? Severus hatte wenig gegessen, damit sein Magen bei der Aufregung nicht zu rumoren begann. Äußerlich war es ihm nicht anzusehen, aber innerlich zitterte er vor Überspanntheit. Miss Bones hatte ihn und die anderen beiden Preisträger über die Reihenfolge aufgeklärt, in welcher die Preise verliehen werden würden. Zuerst wurde Professor Dumbledore auf die Bühne gebeten. Noch bevor sich der alte Zauberer von seinem Stuhl erhoben hatte, war tosender Beifall zu hören, der ihn bis auf die Bühne hin begleitete. Die Blitzlichter der Kameras erhellten den Saal wie ein heftiges Wetterleuchten. Mit der Verleihung konnte erst fortgefahren werden, als Minister Weasley mit einer Geste um Ruhe bat. Severus war erstaunt darüber, dass Albus seine Rede kurz und knapp gehalten hatte. Ein Dank an alle und die Versicherung, dass er diesen Preis seiner Bedeutung wegen herzlich gern entgegennahm, war alles, was Dumbledore zu sagen hatte. Trotz der knappen Rede folgte heftiger Applaus, als Albus sich wieder zu seinem Platz begab. Severus klatschte mit, obwohl sein Herz eine Wanderung hinauf in seine Kehle gemacht hatte. Er wäre der Nächste, wie Miss Bones vorhin erklärt hatte. Eine Rede hatte er lediglich in seinem Kopf vorbereitet, aber nicht schriftlich. Nun war es soweit. Severus hörte nicht die einleitenden Worte des Ministers, aber als er seinen Namen vernahm, stand er wie ferngesteuert auf und ging nach vorn. Als er die Stufen der Bühne betrat, fühlte er sich unbehaglich, denn ihm wurde bewusst, dass man ihm keinen Applaus schenkte. Nur vereinzelt klickte eine Kamera. Auf der Bühne begrüßte Minister Weasley Snape freundlich und hielt eine kurze Rede. Sie sahen sich in die Augen, während Minister Weasley ihm den Orden in einer prunkvollen, kleinen Schachtel mit den Worten überreichte: Und aus diesem Grunde, Professor Snape, überreiche ich Ihnen für Ihre Verdienste zum Wohl der nicht-magischen und magischen Gesellschaft den Orden des Merlin erster Klasse. Severus streckte seine Hand nach dem Orden aus. In dem Moment, als seine Hand die Schachtel berührte, ertönte ein Buhruf. Er war nicht so lang,
um den Unruhestifter ausfindig machen zu können, aber durchaus so laut, dass Minister Weasley und Severus gleichzeitig ihren Blick auf die Gästeschar richteten und ihre Augen über einige Leute schweiften. Niemandem war der Buhruf entgangen. Einige schauten sich mokiert um. Andere taten so, als hätten sie ihn nicht gehört. Minister Weasley richtete seinen Blick wieder auf Snape und erkannte, dass der Mann von diesem Zwischenfall tief getroffen war. Leise sagte er zu dem Preisträger: Severus. Severus blickte Arthur an. Nicht den Minister, nicht Mr. Weasley, sondern Arthur, seinen Ordensbruder, seinen Verbündeten. Arthur flüsterte: Severus, mach dir nichts draus. Einmal kräftig ein- und ausatmend nahm Severus den Preis entgegen. All die Worte, die er sich zurechtgelegt hatte, waren durch diesen einen, einzigen Buhruf zunichte gemacht worden. Es schien nicht mehr von Bedeutung, ein paar Worte an die Gäste dieser Verleihung zu richten. Es war nicht wichtig, dem Publikum mitzuteilen, wie er fühlte. Es war nicht wichtig, dass sie ihn vielleicht anders sehen würden, nachdem er sich geöffnet hatte. Denn das, und das wurde ihm in diesem Moment klar, als jemand die Frechheit besaß, seine negative Meinung über ihn unverblümt kundzutun, würde sowieso niemals geschehen. Solange das verblassende Mal des dunklen Lords auf seinem Unterarm verweilte und seine Vergangenheit nicht nur ihm vor Augen gehalten wurde, so lange würde er keine aufrichtige Anerkennung erhalten. Was er auch sagen würde, es würde niemanden interessieren. Niemand würde seinen Worten Glauben schenken, auch wenn er gerade in diesem Moment so bereit war, die Wahrheit zu sagen. Warum sollte man etwas sagen, wenn niemand gewillt war, zuzuhören und zu verstehen? So entschloss sich Severus, nur mit wenigen Worten, die sehr denen von Albus ähnelten, allen Anwesenden zu danken, bevor er sich zurück zu seinem Platz begab. Nichts von dem, was ihm jahrelang auf der Zunge brannte, verließ seine Lippen. Harry war enttäuscht. Enttäuscht von den Gästen, die nicht bereit waren zu applaudieren, als Severus nach vorn ging. Er selbst hatte erwägt zu klatschen, wollte aber nicht, dass sein Kollege zu der Annahme kam, alle Leute würden nur Beifall spenden, weil er, der berühmte Harry Potter, damit begonnen hatte. Es brauchte nur irgendjemanden, der den Applaus ins Rollen brachte. Selbst Dumbledore hielt sich zurück. Und so dachte Harry aus denselben Gründen wie er selbst. Jemand anders musste es sein. Selbst Draco dürfte der Erste sein. Harry wusste, dass alle mitklatschen würden, wenn nur eine einzige Person damit beginnen würde. Bevor Harry mit der Überlegung spielte, Blickkontakt zu Neville oder Luna aufzunehmen, um ihnen per Geste zu verdeutlichen, dass sie klatschen sollten, war es auch schon zu spät. Minister Weasley hatte mit seiner Rede begonnen. Als Severus den Orden entgegennehmen wollte, geschah etwas, was Harry zutiefst betroffen machte. Jemand rief kurz, aber laut: Buh! Sein Kopf schoss in die andere Richtung. Harry blickte hinter sich, um denjenigen ausfindig zu machen, der so dreist war, einer wichtigen Veranstaltung wie dieser hier einen so bitteren Nachgeschmack zu verleihen. Er würde dem Verursacher nach der Verleihung gern den Kopf waschen, aber niemand schien es gewesen zu sein. Selbst Sirius blickte sich zunächst echauffiert um, bevor er zu Remus schaute und wegen Snapes peinlicher Situation frech zu grinsen begann. Das Grinsen verstarb ganz schnell, als Remus ihm einen warnenden Blick zuwarf. Denn seine Laune war aufgrund des unerhörten Vorfalls ebenfalls im Keller. Harry blickte wieder zur Bühne, als Minister Weasley Severus aufforderte, ein paar Worte zu sagen. Durch Severus steinerne, emotionslose Miene hindurch
konnte Harry den bestürzten Gesichtsausdruck festmachen. Seine tiefe, ruhige Stimme während der kurzen Rede zeugte von fast unhör kleinen Abweichungen im Tonfall gegenüber der Sprechweise, die Severus normalerweise benutzte. Diese Abweichungen registrierte natürlich auch Dumbledore. Denn sie verdeutlichten für diejenigen, die den Zaubertränkemeister etwas näher kannten, wie tief getroffen Severus war. Severus war von dem Buhruf enttäuscht, war von den Gästen hier enttäuscht, war von der Gesellschaft enttäuscht. War er von Harry auch enttäuscht? Harry blickte hilfesuchend zu Dumbledore hinüber. Der erste Preisträger des Abends blickte zurück, mit trauriger Miene und ohne jegliches Zwinkern in den Augen. Dumbledore hatte gehofft, dass Severus Anerkennung finden würde. Er war es ihm schuldig, doch dieser Moment stellte eine Situation dar, die Dumbledore niemals manipulieren würde. Er wollte, dass die Gesellschaft dem Mann von sich aus einen Platz in ihrer Mitte gab. Er wollte, dass Severus wusste, dass die Gesellschaft ihn aus freien Stücken aufnehmen wollte. Deshalb griff Dumbledore nicht ein. Deshalb klatschte er nicht als Erster und deshalb sagte er auch nichts. Er blickte nur zu Harry. Der Blickkontakt mit Dumbledore endete erst, als Harry seinen Namen hörte. Den hörte er nur, weil Minister Weasley einen Sonoruszauber angewandt hatte. Ansonsten hätte Harry nichts gehört, denn es herrschte ein Heidenlärm aufgrund des Beifalls für den letzten Preisträger des Abends. Der Beifall wurde mit jubelnden Zurufen und einem Blitzgewitter untermauert. Alles zusammen dröhnte ohrenbetäubender durch den Raum als bei Dumbledore. Die Leute klatschten so laut, dass Harry nicht einmal hörte, wie Sirius sagte, er solle nach vorne gehen. Die Hälfte dieses Beifalls gehörte Severus, dachte Harry. Ernüchtert von dem Buhruf und dem fehlenden Applaus für einen Mann, der es heute am meisten verdient hatte, ging Harry nach vorn. Mit gleichgültigem Gesichtsausdruck ließ er des Ministers kurze Rede über sich ergehen und nahm ohne jeglichen Enthusiasmus den Orden entgegen. Harry wusste im Vorfeld, dass er der Letzte sein würde, der den Orden überreicht bekommen sollte. Er hatte sich in den Tagen zuvor den Kopf zermartert, was er denn sagen sollte. Er wollte in jedem Fall mehr sagen als nur Danke. Harry hatte das Gefühl, dass er jetzt zu den vergangenen Ereignissen weitere Worte verlieren musste. Aber die richtigen kamen ihm nicht in den Sinn. Jedenfalls nicht sofort. Er wandte sich nach dem üblichen Händeschütteln und den Dankesbekundungen des Ministers bereits zum Gehen ab, als er plötzlich innehielt und sich noch einmal umdrehte, um doch zu den Anwesenden zu sprechen. Harry schloss für einen Moment die Augen. Jetzt waren plötzlich alle da. Die Worte, die er mit bedächtiger Stimme an das Publikum richtete. Es ist schon ein wenig seltsam, jetzt hier zu stehen und den Orden des Merlin entgegenzunehmen. Der Junge, der überlebte und der viele Schulregeln brechen musste, um am Leben zu bleiben. Aber es fühlt sich auch richtig an, hier zu sein. In diesem Moment wird mir bewusst, für wen ich hier stehe. Für euch, für meine Familie und meine Freunde, für das Wichtigste, für das es sich zu kämpfen und zu sterben lohnt. Ohne euch wäre ich nicht hier und deshalb kann ich ihn nicht für mich entgegennehmen, sondern stellvertretend für euch alle, für euch, die ihr meine Familie seid, sagte Harry. Nach dem letzten Satz herrschte atemlose Stille. Und er fühlte, dass er fortfahren musste, wenn er zu Ende bringen wollte, was er angefangen hatte. Wir alle haben den Krieg verloren. Wir mussten Dinge tun, von denen wir glaubten, dass wir sie für die, die uns am Herzen liegen, das Beste wären. Auch wenn wir nie genau herausfinden konnten, ob es auch wirklich so war.
Wir trafen Vorsichtsmaßnahmen, von denen wir glaubten, dass sie erforderlich wären, ohne Rücksicht auf Verluste. Zu viele Menschen hat dieser Krieg das Leben gekostet. Zu viele sind gestorben, damit ich leben konnte. Auch ich glaubte mich gezwungen, Leid zufügen zu müssen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Nach seinem letzten Satz schweiften Harrys Augen über die Anwesenden und blieben für einen Moment auf der jungen Frau mit den roten, langen Haaren ruhen, die sich eine Träne von der Wange wischte, bevor er schwermütig seinen Blick von ihr abwandte, um mit dem, was ihm auf dem Herzen lag, fortzufahren. Doch all das war nichts im Vergleich zu dem, was ein einzelner Mann tat. Er hat es für uns getan. Er hat es getan, weil er es für das Richtige hielt. Ich habe ihn nie so sehen können, wie er wirklich war. Niemand konnte es. Niemand durfte es können. Zum Schluss konnte er es vielleicht nicht einmal selbst. Zu sehr war er von seiner Aufgabe eingenommen. Zu groß war seine Sorge um uns und die anderen Schutzbefohlenen. Doch wir haben ihn nicht verstanden, haben uns nicht die Mühe gemacht, hinter den Spiegel sehen zu wollen. Wir haben ihn einzig nach dem Gesicht beurteilt, das er uns jahrelang zeigen musste. Ich habe ihn einmal einen Feigling genannt. Es hat lange gedauert, bis ich erkannte, dass ich völlig falsch lag. Ich denke, ich durfte es auch gar nicht früher erfahren. In Wahrheit war er nämlich der mutigste Mensch, dem ich je begegnen durfte. Das weiß ich jetzt, und es ist Zeit, dass wir alle ihm für seine Taten ehren, die selbstloser nicht hätten sein können. Wir mögen vielleicht nur erahnen, auf was er sein Leben lang verzichten musste oder was er in all den Jahren hat durchmachen müssen. Alle Worte dieser Welt reichen nicht aus, sein Grauen zu erfassen. Ich empfinde tiefe, ehrliche Dankbarkeit, dass er mir stets zur Seite stand, auch wenn ich nicht vermochte, es immer gleich zu erkennen. Ich verneige mich vor Ihnen, Professor Severus Snape. Harry verbeugte sich tief. Keiner der Anwesenden konnte fühlen, welche Kraft ihn dieser Schritt kostete. Er hielt es jedoch für erforderlich. Wieder gab es keinen anderen, der ihm diese Last hätte abnehmen können. Man hörte jede Diele quietschen, als Harry die Stufen nach unten schritt, so still war es im Saal. Sein Blick hatte etwas seltsam Verträumtes. Er strahlte Zufriedenheit aus. Harry ging an einigen Tischen vorbei, so auch von dem von Severus. Dieser drehte sich um, sah nach oben und ergriff Harrys Arm, bevor er weitergehen konnte. »Warum hast du das getan?« fragte der Zaubertränkemeister erstaunt. »Weil es jemand tun musste, und nur ich konnte das tun, damit sie es auch glauben«, erwiderte Harry ehrlich. Als er seinen Blick durch die Halle schweifen ließ, wurde Severus klar, dass Harry damit auch die gesamte magische Gesellschaft meinte und nicht nur ihn selbst. An seinem Tisch angelangt, ließ sich Harry nieder. Jeder Gast war perplex, erstaunt oder berührt. Doch keiner war in der Lage, irgendetwas zu tun. So gewichtig lagen Harrys Worte allen noch in den Ohren. Susan war die Erste, die zu klatschen begann. Sofort folgte der gesamte Tisch mit Luna, Neville, dessen Großmutter, Draco und den beiden Hufflepuffs ihrem Beispiel. Susan wollte jedoch verdeutlichen, wem ihr Applaus galt. Er galt nämlich nicht Harry und seiner Rede, sondern Professor Snape, dem die Rede gewidmet war. So erhob sich Susan, drehte sich zu Professor Snape und klatschte ihm mit einem breiten Lächeln zu. Der Tisch
von dem man als nächstes den erhofften Beifall hörte, war Harrys Tisch. Lupin war zusammen mit Hermine der Erste, der sich klatschend erhoben hatte, gefolgt von Dumbledore und Harry und gleich darauf allen anderen, selbst dem sich zuerst sträubenden Sirius. Wie Harry es vorhin gehofft hatte, würde eine klatschende Person ausreichen, um die anderen zu animieren. Weitere Gäste erhoben sich, Beifall schenkend, bis letztlich alle Leute standen, applaudierten und Severus ihre Anerkennung zukommen ließen. Soweit zum heutigen Teil unserer Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn ihr möchtet, gerne auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.